Jo, da sind wir wieder. Ich habe die Datei gecheckt und es scheint so zu sein, als wäre sie nicht beschädigt. Auf den ersten Blick. Ganz genau weiß ich es erst, wenn ich schneide. Bin ich blind? Ich bin hier. Ich sehe das Ausrufezeichen nicht. Kommt in sein Geschäft. Seht selbst, welche Wunder dieser Künstler wirken kann. Sein Stahl. Aber, Ich sehe das Ausrufezeichen nicht mehr. Ich nehme mal den Aussichtspunkt ein, aber bis jetzt ging es ja auch ohne Aussichtspunkte andauernd. Wieso komme ich da jetzt nicht hoch? Weniger. Luigi, der Fischhändler aus San Marco möchte, dass es die ganze Stadt erfährt. Das hat auch geklappt. Wer hat euch gelehrt, euch so zu bewegen? Wenn das Ausrufezeichen da nicht erscheint, was mache ich dann? Das Ausrufezeichen nicht erscheinen will. Hier unten vielleicht? Ja gut. Dann fahre ich kurz nach Monteregioni. Oder ich kann ich. Ne, fortsetzen geht's weiter, oder? Ja. Datengang? Nee. Nee, 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 nee. Das kannst du 13. Dicke, dicke. Okay, da kann ich nichts anklicken, dass das irgendwie. Ja, gut. Muss ich kurz nach Monteregioni? Hol mir das Geld ab. Komm wieder zurück und. Hoffe dann, dass das Ausrufezeichen hier ist. War ziemlich bitter, wenn durch diesen einen Game Crash es nicht weitergeht. Am Ende ist die Aufnahmedatei zwar da, aber ich kann das Spiel nicht weiterspielen, was ein bisschen mies wäre. Geh doch einfach die Treppen hoch wie jeder normale Mensch. Leonardo ist bei mir? Okay, als erstes gebe ich mal die Federn ab. Dürfte ich ja auch ein paar haben, mehr als ein Drittel glaube ich schon. Und 34 sowas. 34 genau. Nee, nicht da hoch. Jo, Leonardo, um dich kümmere ich mich gleich. Salute, Claudia. Das Geld möchte ich abholen. Willst du das Buch sehen? Mhm. 91% sind wir jetzt mittlerweile.
Codex-Seiten fehlen noch zwei. Eine, wenn ich die jetzt da dran bringe, fehlt dann natürlich. Gemälde fehlen zwei. Von der zu zählen, ja, wenn die Story fertig ist, geht es erst. Hier haben wir alles bis auf eine einzige Waffe. Eine einzige Waffe. Die Truhe ist fast komplett voll. Okay, dann schauen wir. Bis bald, Ezio. Sisi. Leonardo ist nicht hier, sondern... Okay, ich... Hatte ich nicht eine Codex-Seite, die ich hier gemacht habe? Da, Leonardo. Leonardo! Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Ist der jetzt überall oder nur in Monterrey? Ich muss nur diesen Buchstaben ersetzen, das hier rüber bewegen und das war's. Jetzt kann ich an die Tafel. Eine einzige fehlt noch, eine einzige. Okay, ich habe das Geld geholt, Codex-Seite, Alter, ich sehe, das hat mich am meisten überrascht, wie alt ich auf einmal aussehe. Wie sieht's hier aus? 3, 15, 20, 15, 6. Alles voll. Oh. Edle Preise für edle Waren. Zwei Gemälde und eine Codex-Seite fehlen noch. Okay. Mal kurz. Nice, es ist wieder da. Moment, wenn ich noch weiter draußen bin, kann ich doch nach Florenz, oder? Florenz. Aber nicht weiter rein. Ach, schade, ich hätte gern hier die Schnellreise direkt dorthin, wo ich hin muss. Ja gut, dann in die Mitte. Das ist der beste Entscheidung, wenn ich nicht weiß, wo das Ausrufezeichen ist. Es ist wieder da! Yay! Es ist rechts oben. Ausgezeichnet. Das Spiel kann weitergehen. Nichts ist im Arsch. Ich frage mich halt, ob die letzten zwei Gemälde und das... Bei den Gemälden wundert es mich halt wirklich. Weil ich glaube nicht, dass wir noch in ein neues Gebiet kommen werden. Und die letzte Codex-Seite dementsprechend müsste ja auch irgendwo doch noch sein. Wo ich das verpasst habe, das einzusammeln, das frage ich mich. Naja. Jetzt geht doch einfach über den Balken. Halt dich fest! Was habe ich gesagt? Das sollte jetzt schnell heilen. Mamma mia. Ein Arzt? Es ist recht einfach, meine Freunde. Wenn ihr Pflege wollt, müsst ihr euch dem neuen Herrscher unterwerfen. Die Stimme... Irgendwie kommt mir die Stimme bekannt vor. Irgendein Film. Ich weiß aber nicht. Irgendwie kommt die mir bekannt vor. Ungesehen an Attentat auf den Doktor. Schon wieder ungesehen. Ja, gut. Ihr habt...
unterstützt die Medici, die, wie ihr wisst, Florenz schon lange verlassen haben, oder akzeptiert Savonarola. Oh, das sind Wachen. Warum es bekämpfen, sich verweigern, ist ein guter Weg. Mit starkem oder guter Moral. Er will uns vor uns selbst retten. Ach, der geht da jetzt rein. Ich dachte, der bleibt hier stehen. Hochklettern wird schwierig, aber ich glaube nicht unmöglich. Wo kommt der wohl her? Alter, Ezio, manchmal stellst du dich an. Zum Beispiel hier, da kannst du doch einfach hoch... Na, siehst du, geht doch. Wieso nicht gleich so? Ach, das ist jetzt auf einmal zu hoch. Glyphe. Oh, eine Wache. Laju, da, da, ergreift ihn! Wieso geht Jump-Attentat nicht verlässlich? Was soll das? Was soll das? Was soll das? Unterstützt die Medici, die, wie ihr wisst, Florenz schon lange verlassen haben, oder akzeptiert Savonarola als Herr. Warum es bekämpfen, sich verweigern, ist mit starkem Charakter und guter Moral. Er will uns vor uns selbst retten. Und Rettung brauchten wir. Bevor Savonarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde, Völlerei, Lust, Stolz. Muss ich noch mehr sagen? Wir kümmern uns nur um weltliche Dinge und Freuden des Fleisches. Geht doch. So bekannt vor. Ich kann sie leider nicht zuordnen. Warum es bekämpfen, sich verweigern, ist ein guter. Mit starkem Charakter und guter Moral. Er will uns vor uns selbst retten. Und Rettung brauchten wir, bevor Savonarola zu uns kam, trieften wir vor Sünde, Völlerei. Stolz. Muss ich noch mehr sagen? Hat da gerade jemand einen Stein auf mich geworfen? Zuerst die Wache. Ich gehe besser zurück. Glyphe, 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 Glyphe. Drei Diebstähle, vertuscht durch die Morde. Menschen sehen nur, ob sie trainiert wurden. Was die Organisation sie sieht.
Sie ließen es wie einen Unfall aussehen. Houdini und Bess. Houdinis Grab. Er hätte sie fast besiegt. Tannis Begräbnisprozession. Dallas. Zugstoff verweigert. Die Wölfe sind auf der Jagd. Wo, oh wo, ist Jack nur hin? Ich kann nur dieses Ding hier. Sechs ist gleich eins. Das ist aber nicht so, wenn 6 1 ist, ist 8 dann 3 und 7 ist dann 2. Wirklich? Das war alles. Auf 9 fucking Live gibt es schwierigere Rätsel. Operation Neue Grenze. Das Headquarter hat grünes Licht gegeben, die Ressource auszubeuten. Die Verhandlungen sind vorüber. F plant, jedem eine Stimme zu geben. Mit so jemandem kann ich nicht argumentieren. Ich schicke euch den Fahrer. Wir haben ihn mit S2 in unserem Labor trainiert. Er sollte keine Probleme machen. Die Route der Fahrzeugkolonie ist unten markiert, nachdem das Ziel erledigt wurde, entweder von Oswald oder Z. Benutzt du S1, um für Ablenkung zu sorgen. Lass eine Art Phantom an dem Ort erscheinen, den ich mit einem X markiert habe. Erschreck die Leute in der Verwirrung, schnappt sich der Fahrer. Das S steht für Subjekt wahrscheinlich, aber das E, Erzeugnis Subjekt 3... Ein Templarzeichen 18916. Okay, das ist der Code. Okay. Okay, Eva schaut zurück und Adam rennt. Okay, kann man ja mal machen. Die Wache war auf einmal näher, als ich dachte. Ich müsste doch... Ich kenne ihn. Ich bin mir sicher. Okay, okay, das war der 9. Es ist vorbei. Ja. Ihr habt das Blut eines Heilers vergossen. Nein, ich habe das Blut eines Tyrannen vergossen. Diese Macht über Leben und Tod. Zwischen dieser Welt und der nächsten. Anscheinend berauschte ich mich. Und jetzt werdet ihr schlafen. Euer Tod dient einem Zweck. Requiescat in pace. Ups, falsche Richtung, in die ich gehen will. Theodora, oder? Wolf von Theodora. Die ist doch Theodora, oder? Ich kann mich Namen einfach nicht. Das war die falsche Richtung. Noch ein Toter in dieser Schicht. Mir läuft doch nicht davon. Doch, ich hoffe eigentlich schon, dass ich dir davon... Ach, Timo, dieser Wichser mit diesen kleinen Messern. Da ist er, Laju! Verdammt! Sie haben mich eingeholt.
Nein, ich dachte... Oh, ich bin ein Idiot. Ich dachte, ich habe nicht dran gedacht, dass ich den Heuwagen anvisieren muss. Langsam, dann geht doch.